Herzlich willkommen zu einem neuen Video und wow, was habe ich denn da falsch eingestellt? Ihr seht, ich habe Photoshop Elements 2020 und Premiere Elements 2020 mir vorhin das gekauft. Ja, vorher habe ich das immer auf einem Mac geschnitten, wo ich nur ungefähr einmal in der Woche war. Deshalb kam auch so selten einmal im Monat vorher ein Video. Jetzt kommt ja einmal in der Woche ein Video und letztes Wochenende kam leider keins. Weil ich leider, wie gesagt, aus dem gleichen Grund, weil mein Schnittprogramm eine Lieferungsverzögerung hatte, nicht da war. Wenn ihr wollt, dass ich das mal erkläre, dann erkläre ich das vielleicht mal. Und ja, heute will ich mal so ein bisschen gucken. Ich hatte das alte 2014er Programm für den Mac. Und hier, da hatte ich, glaube ich, das 2010er Programm. Und deshalb ist das ein sehr, sehr großer Fortschritt für mich. Und hier ist gerade die Minecraft Emerald Folge 2. Und wir gucken da einfach mal rein. Ich habe leider im Teamspeak die anderen zu leise gestellt gehabt und mich zu laut. Ich kann es mal kurz abspielen, aber ihr werdet Ohrenkrebs bekommen. Ich weiß, ich gehe mal hier runter. Vor allem, ich habe meinen Kopfhörer so leise, weil ansonsten habe ich den immer auf 70 oder so, weil ich ja hier so laut bin. Und deshalb habe ich mich jetzt hier, einfach mal die Freiheit genommen, mich hier leise zu stellen. Für alle diejenigen, die es nicht verstehen, schneide ich hier mal auf Experte. Das hier ist die Videospur 1. Hiermit kann ich das machen, dass ich das genauer sehe. Hiermit kann ich das ein bisschen... ich kann halt einstellen, wie genau ich das sehen will. Hiermit habe ich ein bisschen mehr Überblick sozusagen, aber da kann ich das halt sehr, sehr ungenau machen. Ich schneide normalerweise immer so auf so. Ungefähr, und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das einfach mal an. Das Schnittprogramm hat 90 Euro gekostet. Zusammen mit dem Photoshop-Programm. Wenn ihr wollt, dass ich Schnitt-Tutorials mache, dann mache ich das aber irgendwie, keine Ahnung, viele Leute gucken sich das wahrscheinlich nicht an, weil sich meine Stimme jetzt nicht so erwachsen anhört. Das jetzt zum Beispiel sind die Überblendungen. Die Überblendungen kenne ich alle schon, die habe ich auch schon öfter benutzt. Hier zum Beispiel den Würfel. Da sind aber auch neue dabei, sehe ich gerade. Hier der Würfel zum Beispiel. Der kann mal in meinem alten Intro so anwenden. Wenn ich jetzt so mache, guck, dann seht ihr das. Das kam auch mal in meinem alten Intro. Dann haben wir hier Überblendungen, die können wir da einfach draufziehen. Ich weiß, es ist einfacher, als vielleicht erscheint. Aber das muss man auch erstmal irgendwie begreifen. Hier kann ich das Ganze einfärben, einen Shader drauf machen und alles Mögliche machen. Hier kann ich Werkzeuge machen. Hier sind meine Werkzeuge. Die kenne ich alle schon. Die hatte ich auch alle schon. Und hier sind, wenn ich ehrlich bin, keine neuen Werkzeuge dabei. Irgendwie, ja, ich habe hier mehr Emojis und alles. Das hier kennt ihr bestimmt schon, das habe ich schon öfters benutzt. Oder auch dieses Teil hier, wenn ihr mal ein Video wirklich geguckt habt. Dann hier, das sind Titel und Text. Da gehe ich jetzt einfach mal auf, allgemein. Und dann gehe ich einfach auf Typografe. Und dann kann ich das hier einfach draufziehen. Ah, ich muss erst downloaden. Ja, stimmt, ich habe hier alles neu. Ich habe auch keine Musik hier auf meinem Computer. Das heißt, es gibt jetzt erstmal einen Cut, bis das hier fertig ist. Aber das heißt außerdem, na gut, ich lasse das jetzt einfach sein. Das heißt außerdem, dass ich hier keine Musik habe und dass ich erstmal mit der Musik runterladen kann, damit ich die hier reinziehen kann. So, das hier ist die Musik. Hier hat man welche, die man sich aber auch runterladen muss. Müsste ich mir jetzt alles downloaden hier. Und hier sind halt so ein paar Emojis. Die muss man sich aber auch jetzt alle downloaden. Downloaden. Ja, keine Ahnung. Hier kann ich alles Mögliche machen. Hier kann ich alles Mögliche genauer machen. Ich zeige das jetzt nur relativ grob. Hier kann ich das alles einstellen. Wie genau ich das haben will. So, das kann ich übrigens auch dann mit den Titeln und Text, mit den Emojis und mit allem. Hier seht ihr, ist das meine Überblendung. Ich kann hier auch einfach, wenn ich jetzt hier auf Dateien anzeigen gehe, in meiner Aufnahme auf OBS, habe ich hier alle meine Aufnahmen, dann kann ich auch einfach theoretisch von meiner Festplatte, wo ich alles gespeichert habe, wo ich alles drauf speichere, kann ich hier jetzt einfach auf, hier seht ihr meine Videos, da kann ich jetzt einfach hier Intro eingeben oben. Und dann seht ihr hier, das ist mein neuestes Intro. Variante 4 ist das, ja. Dann kann ich das hier einfach einfügen. So, okay. Und dann kann ich das hier am Anfang
kann ich einfach das alles hier, ohne das natürlich, ein bisschen zurück tun. Kann ich das hier so, ich habe das alles noch nicht richtig eingestellt, deshalb ist das gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch. Dann kann ich das hier einfach nehmen und das dann hier dran tun. So, dann seht ihr hier, das habe ich jetzt lautlos gestellt, ohne Ton habe ich das hier, fällt mir gerade so auf. Ich habe das hier gerade ohne Ton, aber ihr seht, das ist mein Intro, mein neuestes. Und dann kommt hier halt meine Anmod und so. Und ich kann hier auch einfach irgendwelche Texte stellen. Ich weiß nicht, ob ich das alles zeigen sollte, aber ich glaube schon. Einfach dann hier nehmen und dann einfach Strick Copy machen. Oder ja, Strick ausschneiden. Aber ich mache es jetzt einfach mal wieder zurück. Kann ich das hier einfach wegziehen. Das auch. Ich habe die Audio- und Tonspuren hier nämlich getrennt. Kann ich einfach Strick V machen. Dann habe ich die gleiche Szene hier nochmal. Seht ihr. Hier und dann hier. Ja, das war's dann eigentlich schon so grob von dem Video. Wenn ihr mehr hier von diesem Programm hier sehen wollt, dann verpisst sich dieses Teil hier mal bitte kurz. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare und hier habe ich noch irgendwelche Intros, komisch. Und ja, dann würde ich sagen, war's das und ich bin auf jeden Fall happy, dass ich hier das habe. Falls ihr wollt, dass ich noch ein Foto zu meinem Schnittprogramm mache, Photoshop-Programm, dann schreibt es mir in die Kommentare und haut rein.